Okay. So, hier sind wir wieder. Wir machen das anders. Ich möchte nämlich erst ins Afterlife. Dachte, das wäre die Afterlife-Mission. Aber war ich mal falsch gewickelt. Auto steht normalerweise hier. Oh Mann, wieder kurz vom Ziel. Na gut. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Schön, wieder da zu sein. Du warst ja nicht lange. Was darf sein? Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili. Sylvain Spezial. Hat hier lange keiner mehr bestellt. Das alte Glas. Okay. Der Karte. Information. Cassius Ryder. Abend Dinner. Der Tattoo-Typ. Hab ihn hier ewig nicht gesehen. Wirst mal zu ihm gehen müssen. Arbeitet in Watson, Pershing Street.
Also welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson. Hab gehört, der arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grace. So viel dazu. Gib mir Steuer gleich wieder zurück. Ich glaube, ich habe was Besseres. Hey, bist du Ruby? Herr Supers, du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe, und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Wohin? Martin Street. Aber nimm einen Umweg. Wie stehen dir? Feuer? Läuft der blendend? Fuck! Wir hätten tot sein können! Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. Okay. Wie? Wow. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh,
Johnny hat's dir gesagt. Haben wir... Du weißt schon. Nein. Der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silverhand. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß. Ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Smasher, hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte, Grayson? Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saka Tower 2023 verschwunden. Alle dachten, für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Rogue reden. Hab doch mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen. Okay. Bäh. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Die Nachricht vom unbekannten Absender. Der Unbekannte?
Och, wie nett. Aha. Okay. Wo? Hey, Judy. Wie geht's dir? Scheiße, aber mir ist was eingefallen. Und was ist dir eingefallen? Der Moxladen, das Lizzies, war mal ein Freudenhaus. Tiger Claws haben zu viele Mädchen getötet, also haben sie sich gewehrt. Gehört jetzt uns. Das Clouds könnte denselben neuen Anstrich vertragen. Du hast die Mox überzeugt, das Clouds zu übernehmen? Nein, ich will dich überzeugen. Ich kenne welche im Clouds, die uns helfen können. Hilfst du mir? Okay. Ich bin dabei. Okay, also, wie lautet der Plan? Zuerst müssen wir mit Maiko Maeda reden. Wenn sie nicht mitmacht, können wir es auch gleich ganz lassen. Meinst du wirklich, Maiko wird uns helfen? Wäre ich sicher, hätte ich sie einfach angerufen und wir würden nicht miteinander reden. Ich drück's anders aus. Könnte es sein, dass sie uns vermöbelt und aus dem Fenster schmeißt? Ja, denk schon. Gut, damit kann ich arbeiten. Wann fangen wir an? Frühmorgen. Da ist das Clouds geschlossen und kaum jemand in der Nähe. Wie früh? Vor 8. Ich warte am Eingang. Nee, besser auf dem Balkon über dem Clouds. Wir schleichen uns rein. Keiner wird was mitbekommen. Auf dem Balkon. Verstanden. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Mission hin, pumpen uns nochmal hoch. Und dann reden wir mit der Uschi. Da können wir keine nehmen, sondern wir machen das. Scheint wohl so ziemlich das Ende dann zu sein. Keine Ahnung, Vermutung. Ah, ich dachte, ich muss ja abbiegen. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Meins. Okay, wie du willst. Schon unterwegs. Bis dann.
Dem Auto können wir wenigstens aus, wurscht. Tom, wann soll ich da sein? Hey, okay. Ich hab ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Guck mal, Samson. Frisch Fleisch. Peinlich gegen sowas zu verlieren. Das ist unsere Hotel! Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Haben die Bullen kein Problem damit? Ein Seacop sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, Hey, ich glaube, das wird nix. Also, fahrt fort. Willst du jetzt reden? Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Okay, muss los. Oh. Du sagtest doch gerade, wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Wehe, du kommst nicht an einer. Letzte Wette jetzt! Verpasst nicht eure Chance! Das erste Eliminierungsrennen! Alle bereit? Und wenn schon, Rückzieher gibt's jetzt nicht mehr! Schnallt euch an! Betet zu euren Göttern und fresst Staub! 3, 2, 1! Gut so wie immer weiter! Beschwör's nicht! Ich hab halt das völlig falsche Auto. Fehlende PS werden nur Wahnsinn ersetzt. Hier ist ein schöner Spruch. Na, guck, die spawnen eh hinter dir, egal wie schnell du bist. Scharfe Kurve! Festhalten! Nein! Haben wir jetzt hier im Kreis oder was ist da los? Warum spawnen die bitte vor mir?
Show, Leute! Wir haben gewonnen! Yay! Erster Platz! Du klingst überrascht? Erster Platz! Ich bin nicht überrascht, es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie, zur Sicherheit. Alles klar. Fährst du jedes Jahr mit? Ist jetzt mein viertes Jahr. Das erste habe ich gewonnen. Wer einmal dabei ist, kann nicht aufhören. Kann oder will? Wo ist der Unterschied? Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Es ist die Straße, die zählt, nicht das Ziel. Dann mach, dass wir auf der Straße bleiben. Und zwar vorn. So kriegst du deine Reise und ich meinen Sieg. Okay, war nur eine Frage. Soll ich dich mitnehmen? Ja, okay. Dann fahren wir. Das war's, oder? Ja, ich dachte, man sieht wunderbar was. Den Kampf möchte ich auf jeden Fall machen. Okay. Dann haben wir noch was zu tun. Ist gut. Weil die Hauptmission ist... Dann... wohl, ja, bis zum Ende geht. Dann können wir den Charakter. Ich habe keine Ahnung, wie ich das alles überhaupt vollkriegen soll. Was ist denn das? Ich habe Level 10. Nun gut. Lassen wir es dabei. Machen wir im nächsten Video weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Dann geht's morgen weiter. Bis dahin, habe die Ehre und Servus.